Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind nach wie vor in den kleinen Mod-Dungeon. Und ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wo wir sind. So natürlich nicht. So, hier ist Rifthorn und ein bisschen östlich davon ist er. Prospectus Residence gilt schon als abgeschlossen. Allerdings haben wir noch nicht komplett alles erkundet. Wir sind letztens hier hochgeklettert. Aber es gab halt noch einen großen Pfad nach rechts. Und wir haben gesagt, wir lassen mehr oder weniger alles liegen, was keine Alchemie-Materialien sind, weil wir genug Zeug noch zum Verkaufen haben. Und die Händler natürlich nur beschränkt Geld zur Verfügung haben. Ich erinnere mich leidlich daran, wie lange es gedauert hat, dass wir den Weg hier rüber gefunden haben. Und bin nach wie vor ein bisschen stolz, weil ich gesehen habe, dass andere es nicht gepackt haben. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Diesen Labyrinth hier. Aus Gängen und Treppen und Pfaden und was weiß ich nicht alles. Das ist die Gelegenheit, die Karte nochmal aufzumachen. Ah, da. Genau, darum sind wir gegangen. Da oben waren wir jetzt schon. Das heißt, wahrscheinlich geht es irgendwo nach links. Hier sieht es auch nicht so aus, als wenn es noch was krass Spannendes gäbe. Der lebt, oder? Korrektur, lebt er. Okay. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier noch nicht waren. Da steht auch noch einer. Allerdings werde ich wegen Skelett jetzt kein großes Tohuwabohu machen. Ja, ja, komm her, Kumpel. Wie gesagt, Skelette, die können ja nicht viel. Halben allerdings auch nicht viel. Von der Logik her müssten wir nach rechts, also gehen wir erstmal nach links. Und das scheint auch gut zu sein, hier ist eine Sackgasse. Ohne was Besonderes. Wir erinnern uns auch dran. Die Skelette waren alles mal Bergarbeiter und Nekromant oder zwei waren es glaube ich, zwei Nekromanten haben versucht, die wieder zum Leben zu erwecken und die Banditen, die am Anfang hier dieses Dungeons waren, zu beseitigen. Und natürlich so ein bisschen größenwahnsinnig, oh ja, irgendwann werden wir viele sein und dann überrennen wir die Welt. Standardwahnsinn halt, ne? Auch wieder gut versteckt der Gang da. So, wo kommen wir raus? Da steht, ich würde jetzt mal schätzen, ein Troll. Kritischer Schlag gegen Troll, ja. Ja, ich mache gleich wieder Licht an. Ich muss nur kurz warten, dass mein Bogen sich auflädt. Dann spare ich mir nämlich Seelensteine. So. Nein, so nicht, sondern bitte ganz klassisch so. Danke. Mhm. Ja, der Schatzjäger kam nicht weit. So. Ah, noch ein paar Pilze. Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, Alchemie ganz auf 100 zu kriegen, aber wir befinden uns auf dem besten Weg dahin. Okay, jetzt kommen wir hier in den scheinenden Trollbereich. Wir wollten ja eigentlich auch unsere Beschwörungssachen verbessern. Also viel Spaß, mein Dätra. Okay. Wir lassen den da unten mal machen. Der ist glaube ich schon fertig. Die Trolle waren kein Hindernis für den. Wie gesagt, das ist ja nicht die stärkste Verschwörung. Die können wir uns mana-technisch gerade gar nicht leisten. Aber wenn wir dann den Baum ein bisschen ausbauen, dann werden wir uns das auch leisten können. Da ist er. Ich bin nur kurz erschreckt. Kollege, da steht noch einer. Siehst du? Es sind noch mehrere.
Ach, der macht das. Der ist gut. Zack, kommt der nächste. Komm, hau ein Blatt. Ja, der kriegt das schon hin. Der macht das sogar echt gut. Wir looten hier ganz schön also einfach alles weg. Vorteil ist ja nur Medizin, also hier Zutaten, Medizin ist nicht ganz richtig. Mitnehmen müssen wir halt nicht so oft zum Händler laufen. Gut, macht für euch wenig Unterschied, weil ich es mal rauscutte. Aber für mich macht das einen massiven Unterschied. Spart halt ordentlich Zeit, ne? So. Schön viele Pilze. Nimm mit. So, zack, zack. Moment, hier waren auch noch welche. Nicht dran vorbeigehen, die nehmen alle mit. Hat er nur die Trolle eben katapultiert? Da liegt einer, okay. Wir haben relativ sicher zwei hier unten gekillt. Ich meine, ich werde jetzt nicht lange danach suchen. Wenn wir ihn noch nicht finden, dann finden wir halt nicht. Es ist nicht so, dass wir das Trollpferd gerade unglaublich dringend bräuchten. Gut. Aber ich will es halt auch nicht liegen lassen, wenn es schon in der Nähe ist, ne? Ah, noch mehr. So. Die haben wir alle. So, hoch mit uns. Laps. Jetzt wird die Frage, was ist der richtige, was ist der falsche Weg, ne? Tendenziell gehen wir am besten immer erstmal links. Wir können auch nichts verkosten, den Dungeon verpassen, das gilt als abgeschlossen. Das heißt, das Wichtigste haben wir. Vierten Weg hoch. Hier, mach du. So, klingt so, als wäre er fertig. Hi. Das wäre der andere Gang gewesen, ne? Lass mich nur kurz das mal checken. Es liegt nahe, der Gedanke. Aber anscheinend doch nicht ganz so nah, oder? Huch! Ein riesiges, tiefes Loch. Mit Spinne da unten. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Runter ist zwar kein Problem, wir können uns im Fallschaden wegzaubern. Aber was ich nicht möchte, ist, wir kommen da nicht mehr hoch. Okay, dann war es doch nicht der Weg. Dann führt das mehr oder weniger parallel dazu hin. Ja, wie gesagt, es ist echt gut verschachtelt hier alles. Man könnte natürlich Schritte zählen und gucken, ob das Maß stimmt und all solche Spielereien. Hoppla, jetzt bin ich ganz zurückgelaufen. Das wollte ich dann auch nicht. Ja. Moment. Jetzt habt ihr mich wieder gekriegt, ne? Skyrim. Tolles finde ich, aber alles Erde sieht alles gleich aus. Ja, das ist der Weg hierhin. Alles klar. Hab ich noch nicht durchsucht? Tatsächlich nicht. Der Tetraherzen, also und Zeug. Alles klar. Ja, ich gebe sie zu. Ich habe den Ring mitgenommen. Ach, der sah so toll aus vom Preis-Leistung her. Konnte ich nicht widerstehen. So, jetzt nur die Frage: Von wo kamen wir? Wir kamen da, wo die Schrägung führt, von da. Also geht es hier weiter. Der zuhaut. Hey Kollege, da ist noch einer. Mal gucken, ob er gleich kommt. Kommt da, aber er schiebt mich weg. Brauchen wir nicht. Nee, sparen wir uns.
Noch haben wir wieder ein bisschen Trollfett. Zack. Ist auch hin und kaputt. Hat er die auch schon gemacht? Das war wahrscheinlich die Trolle schon. So weit dürfte er dann doch noch nicht gekommen sein. Aber die haben also nur Gift. Ja. Wir halten uns, wie gesagt, immer erstmal links. Das heißt also hier lang, hier ging es gerade irgendwo rein. Das ist ein ganz schön großer Dungeon. Aber wir waren hier noch nicht. Nee. Die Tatsache, dass da einer rumgeistert, heißt, wir waren hier noch nicht. Ja, wie gesagt, Drecksarbeit wird wirklich, dass wir den Kollegen machen. Vor allem natürlich auch geht es im Wasser dann gleich weiter. Wir werden schauen. Gibt ja noch einige Wege. Oh, bin ich ganz eloquent dran vorbeigelaufen. Gehe ich gleich nochmal zurück. Ein Jäger. Die Tische sind nicht schlecht. Wie gesagt, wenn es nicht zum Craften ist oder kein Gewicht hat oder sonst was. Lass es liegen, hoch. Die habe ich auch übersehen. Springen ist so, ne? Sieht toll aus. Aber an sich nichts, was wir brauchen können. Also gepflegt wegignoriert. Gehen jetzt erstmal hier draußen drum herum. Bitte, nimm mit. Nimm mit. Geht doch, danke. Hi. Ich bin Ecky. Hier hast du was zum Spielen. Ja, was soll er machen? Das macht er nicht mehr lang. Sag ich doch. Noch einen gefunden? Ja. Oh. Mehrere. Oder nee, das war der eine. Okay. Dankeschön. Okay, dann geht's dann da hoch. Das lassen wir aber erstmal. Ah. Mir schimmern Pilze. Allerdings habe ich von denen theoretisch genug und nichts anderes, was ungrubisch gut zu denen passen würde. Ernsthaft, bin ich zu klein, zu groß? Zu klein, okay. Nimm mit, nimm mit. Ist auch wieder typisch ich. Ich habe doch eigentlich zu viel davon und trotzdem will ich jeden einzelnen mitnehmen. Ja, jetzt nicht, Falke. Siehst doch gerade, wir looten. Zack. So, weiter will ich mich jetzt aber wirklich nicht bemühen. Oh, cool. Ist mir vorher nur gar nicht aufgefallen. Okay, wir lassen das kurz erstmal auf uns wirken. Gehen trotzdem erstmal drum herum. Wir gehen ja eh noch in die Richtung, sprich ins Wasser. Vielleicht ist das nur die Gischt sozusagen vom Wasserfall darzustellen. Vielleicht nur ein kleiner Kunstgriff. So, da sind wir einmal drum herum. Den Kollegen hat er vor uns rumgeschubst. An den erinnern wir uns. So, und hier geht's rein und auch wieder raus. Na gut. Gucken, ob wir irgendwas im Wasser finden.
Da geht noch eine Höhle lang. Meine Güte, es gibt viele Wege. Das ist doch das Einzige, wo es dann noch besonders lang geht. Versuchen wir es mal. Ich hoffe, wir brauchen keinen Atemtrank. Meisterdroge. Gott sei Dank vergeht keine Zeit beim Knacken. Weil das wird eine Weile dauern. Ah, wir haben schon mal die grobe Richtung. Oh, schön, hat geklappt. Yay. Machen wir später mal. So. Boah, ja, die Stäbe bringen echt viel Geld zu. Schnell raus hier. Solange wir noch Luft dafür haben. Die haben wir noch gerade schon gesucht, ne? Ja, fährt doch nicht dabei. Okay. Ja, Hängemoos. Gibt es noch mehr? Schön. Schmus. Okay, das war das erste. Hier ist noch ein bisschen Hängemoos. Sehr stylisch auch, passt gut dahin. So, sollten wir wieder rauskommen. Zack. Das heißt, wir hatten vor uns so einen Weg gefunden, der nach oben führt. Muss hier irgendwo sein. Da ist er. Den gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Oh, aber nicht viel weiter, wie ich sehe. Hier ist Ende im Gelände. Okay. Das heißt, dann ist dieser Raum eine Sackgasse. Schauen wir mal sicher jetzt auf der Karte. Moment. Nein, Karte, danke. Ja, sieht sehr nach Sackgasse aus. Alles klar, dann geht es dann dort nach links weiter. So, wir beeilen uns mal ein bisschen. Immerhin passiert hier erstmal nichts Schlimmes mehr. Okay. So, dann geht's hier nach links irgendwo weiter. Ja, komm, springen. Irgendwer hat mich gesehen. Komm du, der Stromkollege. Für Kämpfe klingt es ziemlich leise. Kollege, wo bist du? Na hier. Ja. Hast du ihn? Gut gemacht. Wo hast du ihn? Meine Güte, schmeißt er die Leute durch die Gegend. Ja. So, huch, du stehst mir ein bisschen im Weg. Wahrscheinlich nicht mit böser Absicht, aber dennoch. Wir gehen erstmal hier weiter. Licht an, bitte. So, das dürfte aber mehr oder weniger wieder zurückführen. Genau, das wäre, wenn wir die schräg hier hochgegangen wären, wahrscheinlich. Ernsthaft? Die kann man nicht sammeln? Doch, wollte gerade sagen. Genau, da hier war quasi der Troll gewesen. Zumindest höchstwahrscheinlich. Hatten ja nicht direkt im Blick gehabt. Da ist auch der nächste. Ui, er fliegt da. Hat ziemlich geile Moves drauf. Immer erstmal links. Okay. Hier scheint links der richtige Weg zu sein. Ist aber wie gesagt nicht schlimm, immerhin. Das Wichtige in den Dungeon haben wir gefunden, die Nekromanten. Zumindest scheint es so, weil dadurch war es dann höchstwahrscheinlich abgeschlossen.
Skivers zwar die Mühe eigentlich ein Schwert, aber wir wollen ja alles hochkriegen. Apropos hoch. Achso, wenn ich jetzt nachgucke, ne? Dann muss ich ein Level up machen. Ja komm, machen wir das mal schnell. So. Magikarte, wir können doch nicht alles zaubern. Beschwörung haben wir auch bald voll, ist doch schön. Die Sache ist jetzt nur sie. Es gibt viele, viele schöne Dinge. Ich wollte euch jetzt eigentlich aber nicht damit befassen lassen, was ich hier so machen muss. Wir machen es uns jetzt relativ einfach, kleinen Moment. Restoration. So, wir wollen jetzt Flame Blesso Curse Target, also Curse und Excuse. Sehr schön. Es erhöht quasi, wenn diese Kriegerflamme kommt und uns trifft, erhöht das unsere Rüstung, bei den Gegner senkt es die Rüstung. Nee, Skiver bitte, danke. So, schon wieder dunkel. Okay, wir sind glaube ich in der Sackgasse gelaufen. Ja, befragen wir mal Freund Karte. Nee, laut Karte sind wir keine Sackgasse gelaufen. Laut Karte haben wir den perfekten Rückweg gefunden. Tatsächlich war ich wieder mal blind, irgendeine Wand mir im Weg war. So, das ist wahrscheinlich der Weg, der dann die andere Abzweigung erfüllt. Mit hoher Sicherheit. Hier kommen wir oben raus. Erinnert euch, wir haben hier die ganze Zeit unten gesucht, wo es lang geht. Und ich hatte schon die Vermutung gehabt, es geht dann oben ein schmaler Pfad lang. Aber er geht auch nicht weit. Das ist wirklich nur eine Abkürzung hier runter. Okay. Gut, dann sind wir das jetzt einmal durch. War cool. So, sicherheitshalber nochmal kurz auf der großen Karte gucken. Ja, ob das stimmt, ist die andere Frage. So, Ancient Dankwart Tomb. Ah, Moment, aber ich weiß im Nordwesten ungefähr. Genau, Richtungsangabe nicht 100% sicher, aber da war noch Mine oder so. Ich sagte, Mensch, wie kommen wir denn auf den Berg hoch? Wäre natürlich gut, wenn wir das finden würden. Weil lässt sich halt leicht übersehen. Ich höre einen Drachen, glaube ich. So. Ich muss sein. Problem ist, ich sehe ihn nicht. Das macht die Sache super gefährlich. Der ist nebenbei für mich auch immer noch super gefährlich. Cockatrice-Matriarch. Das ist so ähnlich wie ein Drache. Ist er. What? Ja, Kumpel, ich sehe dich ja von hier nicht so wirklich. Ist ein Blöder zu kämpfen. Fliegt schon wieder, ne? Ist vorbei? Sagt er? Anscheinend. Auch eine komische Situation. Wir wollten wahrscheinlich nur den Cockatrice loswerden. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber so den Anschein wird das machen, wenn das kein Spiel wäre. Ach kommt Leute, das sieht das so aus, wenn man hier hochkommt.
Irgendwie kommt man immer irgendwo hin. Die Aussage wird schon nicht falsch liegen, dass man irgendwo, irgendwie irgendwo hinkommt. Das stimmt immer. Da. Das wird schon schief gehen. Ah, stochisch gesehen, was zum Sammeln. Ich höre komische Geräusche. Ach, ich bin jetzt nach Osten gelaufen, ne? Doch, das war gut. Osten ist gut. Klingt wie das Fliegendes. Schwarzdorn. Ach, Moment, das ist doch da, wo auch die Schwarzdorn gebraut wird, hier das Bier oder Met oder was das ist. Komm denn mit. Ich glaube, mit Hühnereier kann man auch was machen. Ich glaube allerdings auch. Das ist bestimmt nicht gut, was ich jetzt hier tue. Mal schauen. Noch ist niemand in Sicht. Ach, da steht nur so stehlen. Nur ein Hinweis, es ist kein Verbot. Nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Zauberer. Okay. Das ist wahre Macht. Kenn wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Wenn ich das bloß könnte. Geht zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold aussuchen. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Hi. Wenn er mir noch mal so kommt, er eins auf die Mütze bekommt, hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh, süße, süße Rache, wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Ich bin mir relativ sicher, wir sollten nicht hier sein. Ist es ein Versprechen, Verbrechen, wenn es keiner merkt? Lass es uns rausfinden. Scheinbar nicht. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Ich glaube nicht, dass wir ungesehen rankommen. Momentan. Warte mal einen Moment. Stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Also die ganzen Textzeilen, die dir prappeln, ne? Erinnern eigentlich sehr an Diebe. Oder auch Räuber. Nach drei geleerten Bieren beginnt der Ort zu stehen. Da bewegt sie sich, glaube ich. Und sagt dem Elf, leb wohl. Niemand konnte sagen, es war nicht zu erraten, dass einer musste sterben.
haben wir wieder einen. Warum ich das tue, weiß ich nämlich nicht. Aber wir tun es gerade. Jetzt bald ein Messer im Stiefel. Aber es sagt mir, entwaffnet zu werden. Da geht's raus, okay. Ah, hier sind wir in den Kreis gelaufen. Nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Da sitzt sie wieder. Okay, die geht wahrscheinlich dann ja nicht die Treppe runter, sondern dahin. Gucken. Ein feines Kuma. Das wäre jetzt was. Der importierte. Nur ein kleiner Schluck. Gut, ein weniger. So, an der Stelle würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. So ein perfekter Cliffhanger, wenn wir uns hier gerade so assassinmäßig hier durchbewegen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es war spannend. Also den letzten Teil jetzt hier finde ich gerade sehr spannend. Merkt ihr wahrscheinlich auch, weil ich sehr leise bin, obwohl ihr mich eigentlich gar nicht hören könnt. Egal. Und damit sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.